Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Ihr seht, ich bin zurück in der Base von unserer automatischen Eisen-Dings-Produktion hier, Eisenbarren-Produktion, die wir auf der anderen Map gestartet haben. Hier läuft es natürlich auch noch ordentlich durch. Und ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich heute mache in dieser Aufnahme, denn ja. Ich weiß es einfach nicht. Das und das dahin. Erstmal mache ich mein Inventar natürlich leer. Oder kann man auch irgendwas Schönes bauen? Wir müssen da oben ja noch ein bisschen was machen. Questtechnisch. Genau, das wollte ich gucken. Nach einer Kiste oder nach irgendeinem Terminal, womit wir auf jede Kiste zugreifen können. Attacks object face to play when attached to the enemy. Blur experience building. A portal you can. Wisst ihr was? Wir stellen uns einfach mal diese Sachen her. Wir haben ja das nötige Material dazu. Das war einmal das hier. Und dann dieses andere kleine Knubbelding. Dazu brauche ich Cogwheels, wie auch immer. Und mir egal, ob ich das falsch ausspreche, denn ja, es ist mir einfach egal. So, dies da. Das Essen kann hier unten erst einmal raus. 7. So. Was machst du jetzt? Nix. Die 6 ist... Was ist das denn? Was ist das? Och nee, jetzt sind die Dinger am Arsch. Ja, scheiße. Egal, was soll's. Ich hab die Teile eh nicht verstanden. Man konnte sie nur wieder abbauen. Vielleicht brauchen wir die später irgendwann nochmal. Aber ich denke mal, dass wir die jetzt nicht so schnell brauchen. Brings a visit overnight when placed. Owns this approve you have take step to reach a social life. Ja. Ich will ein soziales Leben haben. Hab ja sonst keins. Das da. Nummer 7. Kommt hier hinten beim Bett mit hin. Wobei, warte mal. G. So. Und jetzt? 17 Minuten muss ich warten, bis was passiert. Okay. Können wir noch was herstellen? Einfach so just for fun. Die könnte man auch herstellen. Was ist das? Artifact Bedrock of Stone. Okay. Das sind Tree Saplings. Okay, damit können wir wieder Bäume nachpflanzen. Das heißt, ich könnte in meiner Base Holz farmen. Och, sag mir das doch einer vorher. Was wollte ich denn? Ach so, hier. This button shows whatever destroy by the forces fix do so hot fix so my need 50 Millionen years doing us and so. Okay, diesen Knopf werde ich mir irgendwann herstellen. Und in der allerletzten Folge werden wir den drücken, einfach nur um zu gucken, was passiert. Ansonsten hier könnte man.
eine Rakete herstellen. Schön. Der braucht 99 Automatic Assembly Machine. 99 Exkavator. Ernsthaft? Willst du mich verarschen, ne? Holy shit. Aber das hier werden wir mal noch herstellen. Wir brauchen koloriertes Glas. Das sieht mir aus wie eine Garden Glock. Und wenn es eine ist, dann glaube ich, dass wir sogar da drinnen Sachen machen können. Habe ich Glas? Alter, ich habe einfach kein Glas. Geil. Koloriertes Glas. Nice. Stück kriegen wir, 5 brauchen wir. Und das dauert. Und das dauert. Apropos dauern. Haben wir hier? Können wir hier irgendwas? Nein? Okay. Dann einmal das da. Können wieder Fleisch verkaufen. ...31.000... ja, das soll erstmal reichen. Und ich muss natürlich ein bisschen was reparieren. Da. 14.000! Okay, ich verkaufe die Wolle. So. Sind wir bei 79. Wo sind meine... Da... das ist ein Bär. Ich brauche doch wieder Schafswolle. Die Nummer 7. Zack, zack. Die behalten wir, das habe ich ja gesagt. Ich brauche schon wieder was zu essen. Das ist doch nicht mehr normal. Haben wir hier nicht irgendwas, was mich mal richtig sättigen tut? 15. Oh, 50. So. Und so. Ja. Das ist repariert. Ihr seht, ich habe immer 2 davon einstecken, weil es gibt ja Dungeons, wo man die häufiger braucht. Ja. Apropos, warum habe ich eigentlich das Ding hier weggerissen? 7. Ich möchte gerne, dass du mir Brot herstellst. Bei dir keine Ahnung, wie es da drin aussieht. Ach du. Ich müsste vielleicht mal aufhören, ja, Weizen abzugrasen. Ey. Der Vierer soll da bleiben. Hier können wir auch reparieren. Nice. Kommt die jetzt erst einmal dahin und da hoch. Das Motorrad werden wir auch irgendwann noch testen. So. Glashammer. Ich wollte jetzt die Garden Glock herstellen. Genau. Nummer 7. Ach, die ist ja überhaupt nicht groß. Ach, Ivo. War. Okay. Was kann man jetzt da reinmachen? Breed Improved Plant. Mich stört dieses weiße Teil. Ganz ehrlich, ich werde den Ofen hier echt nochmal umsetzen müssen, ne? Das ist mir zu weit auseinander.
Das mache ich dann aber alles offscreen. Was ist das da? Und warum ist das unten so hell? Ich hol mal ganz kurz ein paar Seeds. Für irgendwas muss das doch gut sein. Hier, reparieren. Wovon haben wir genug? Von den da. Hallo? Ach hier, alt und das war eins. Ja, das dauert noch. Kann ich The Crop ach, nee, Seeds ist ja kein Crop. Was war denn Crop? Crop, Crop, Crop. Das war aber nicht so ein Baumsapling, oder doch? Das wär's ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Da. Nee, es ist ein Sapling. Hä? Ich hab Sachen hier, die verstehe ich einfach null. Verstehe das einfach gerade überhaupt nicht. Also die Seeds will er nicht haben. Das sind alles nur Seeds, ja. Aber warum? Ich stelle mir jetzt so ein Baumsapling her, wenn es sein muss. Das ist mir scheißegal. Was brauche ich dafür? Wasser und Wasser und Clay? Ernsthaft? Das erste Mal, dass ich hier Clay brauche. Fresh Water. Haha, hab ich nicht. Geil. Oh Mann. Heißt das nicht auch, ich könnte schon Fresh Water herstellen? Wenn ich hier einen automatischen Ofen anbringe, das müsste doch eigentlich gehen. Beziehungsweise, was, wenn ich hier so einen riesen Pott hinmache, aus dem Pott das raus pushen lasse und dann in so eine große Kiste. Das müsste ja allerdings auch gehen. Da müssen wir mal ein bisschen rumtesten. Und da ist irgendwas gestorben im Wasser. Geil. Ist der Pott hier? Nein, der ist noch lang nicht fertig. Das mal rausmachen. Wir machen jetzt mal das Wasser rein. Der stellt Fresh Water her. Geil. Da wissen wir doch, was wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. So. Entschuldigung. Mein Geld geht mittlerweile auch flöten wieder. Seed Extractor. Bla bla bla. Extract Seeds from the Crop. Hä? Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe das gerade nicht. Ich will nur eins erste Mal haben von allem. Danke. Ja, Karotte haben wir nur eins. Geil. Denn wir können das hier auch gleichzeitig mal anpflanzen lassen, ne? Vielleicht kriegt man das ja aus diesen Erträgen hier raus.
So, die 7. Mal gucken, ob ich schaffe, 4 Stück gleichzeitig zu bepflanzen. Nein. Schade. So. Dann einmal Reis. Und ja, hier kommen Scheiß drauf. Einmal Karotten. Aber ich verstehe dieses Teil einfach nicht. Ich habe nichts, was ich da reinmachen kann. Wer weiß, wer weiß. So, das Hammer, das Schwert ist auch fertig. So, das können wir erstmal alles hier hoch machen. Das Schwert kommt natürlich wieder dahin. Der Bogen kommt auf die Nummer 5. Die Seeds behalte ich jetzt einfach mal im Inventar, denn ich denke mal, das wird ruckzuck gehen dort. So, dann... Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? P. Ach, ja, Dings, okay. Item Inventory plus 1. Hallo? Ach, habe ich schon geclaimed, okay. Geil. Item Inventory, das wäre hier unten eins dazugekommen. Okay. Was haben wir hier? Hell Island, when you unlock his island of level 5 or höher. Okay. Das ist das mit dem Wasser. Defeat 10 Kühe in 10 Sekunden. Das kriegt man doch noch hin. Das kriegt man ja auch noch hin. Deal 200 Damage with your barehanded. Oh. Das schaffen wir alles. So, das machen wir halt, wie gesagt, in der nächsten Folge. Hier habe ich jetzt Reis eingesammelt. Aber jetzt hier. Komm, Reis muss da reingehen. Es geht wirklich Reis da rein. 1. Okay, und jetzt? Ich kann jetzt Essen in Seeds tauschen lassen? Was? Was ist das? Hä? Ach, die haben wir schon da unten. Hä? Sechs? Oh. Ich verstehe den Spaß so langsam. Ich kann Essen in Seeds umwandeln lassen, solche speziellen Seeds, und da kommt dann aus Glückssache irgendwas raus. Wow, jetzt habe ich auf einmal 4 Felder auf einmal damit. Wow. Gut, dann weiß ich, wie ich das ab sofort mache. Oh. Da haben wir ein bisschen was, um Essen zu machen, würde ich sagen. Nice, nice. Hier, du bist noch nicht fertig. Ich habe da noch ein bisschen was. Hier, Reis.
Apfel, das da rein. Das können wir hier hin machen, das können wir da hinschmeißen. Ne? Und dann werde ich wohl einen Tag lang hier richtig hart, ja, kochen. Ne? Seed, Warshed, okay. Ich wollte das Wassergedöns, Dingsbums machen. Ach man, ey, es wäre doch fertig. Kann ich das nicht abbauen? Ist doch egal, ob das Wasser verloren geht. Nee, kann ich nicht. Toll. Da müssen wir wirklich auf die nächste Folge dann warten. Ja. Wir haben neue Seeds angepflanzt. Und ein bisschen was hier so gemacht, ne? Boah, die Schafe hier drin ist schon wieder. Ja gut, Base werde ich irgendwann sicherlich nochmal umbauen, aber das werde ich dann bestimmt alles offscreen machen, aber nicht jetzt, heute, morgen und in den nächsten Folgen. Ansonsten, ja, ich mache erstmal ordentlich Fressalien hier. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und wir warten noch die 30 Sekunden ab. Und dann fange ich mit dem Outro nochmal neu an. Ich will wissen, was passiert. Und ich habe 1 Million auf der Bank. Yay! Komm, zeig mir, was passiert. Ich will ein soziales Leben haben. Und ich habe dreckige Füße. Dreckige Schuhe, wow. Und jetzt? Was? My name is Alexandria. What's your name? My name is Ike. Und ich? Scheiße. Mann, ich wollte ihn fangen. Ja, gut. Ich hab einen Villager hier rumlaufen. Oh Mann. Ich hoffe, der macht auch was. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.